unbedingt hat. Ja, wichtig. Es rappelt im Karton. Daniel Diroll, Co-Trainer in Karlburg. Das war mit sehr heißer Nadel gestrickt heute das Spiel, ne? Ja, also wir haben ja schon im letzten Spiel der Hinrunde das Ding mit Pech. Ja. Uns ist eingebrockt, dieses Spiel. Und ich glaube, spannender kann man es gar nicht machen. Ja, wir führen 2-0, haben die ganz klein im Sack eigentlich. Die waren stehen K.O. Und machen halt dann mit einem langen Ball, mit einer Flanke auf den zweiten Pfosten. Und eine einzige Chance eigentlich aus dem Spiel raus. Ja. Anschlusstreffer ist 2-1, kurz vor Schluss. Und damit geht es dann in die Verlängerung. Die Mannschaft hat sich aber dann verdient. Ja. Ihr habt die wesentlich, Gegner waren stehen K.O. Ja. In der zweiten Halbzeit habt ihr wesentlich mehr fürs Spiel getan. Und das lag in der Luft dann, dass ihr in Führung geht. Zumal Vatanspor sich nicht auf das Spiel konzentriert hat und nicht das gespielt hat, was sie können, sondern sich am Schiedsrichter aufgerieben hat. Und dann verliert man so ein Spiel, ganz klar. Ja. Erste Halbzeit war enttäuschend, war sehr taktisch geprägt. Ne? Und Angst vor dem Gegentor, fand ich. Kaum Toraktionen. Ist richtig, ja, wir waren dennoch ein Tick offener gestanden oder offensiver gestanden als gewöhnlich, weil wir denen ganz klar auch signalisieren wollten, dass wir zu Hause spielen, dass die in Karlburg sind und dass die einfach Respekt vor uns haben. Und ich denke, das haben wir in der ersten gut gemacht. Die sind spielerisch sehr stark, haben im Mittelfeld ganz gute Leute, Einzelspieler individuell. Und die haben wir relativ gut aus dem Spiel gebracht, aus dem Spiel nehmen können. Die konnten ihr Kurzpassspiel wie im Hinspiel nicht aufziehen. Ja. Und von das daher taktisch geprägt. Ja. Ja, Verlängerung? Was war das? Ich habe schon die Kameras aufgestellt fürs Elfmeterschießen. Ja, Verlängerung war natürlich dann auch mit der letzten Aktion. Ja. Eine Flanke. Nackter Wahnsinn. Stumpf macht natürlich das Tor überragend mit dem Kopf. Und danach haben wir den Emotionen freien Lauf gelassen. Leider habe ich das Tor nicht drauf, weil ich da die Kameras schon fürs Elfmeterschießen aufgebaut hatte. Deswegen, ich denke, man wird sehen irgendwo im Internet. Ja, ich BV hoffe oder so, weiß ja, ich nicht, ob da ich hoffe es. Glückwunsch 50%, wie gesagt. Zu der Leistung heute, zu dem Sieg. Ja. Und dann toi 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 für die nächste Runde. Dankeschön. Und rock die Landesliga dann nächste Runde. Deine Worte in Gottes Ohren, Peter. Okay, danke. Ciao, ciao. Ja. Oh! Hat getroffen. Wir reklamieren da gar nicht. Der wäre jetzt ausgeladen. Wenn der Schuss wird, links unten. Ja! Es rappelt im Karton. Ja, es rappelt im Karton. Die 59. Spielminute, der TSV Karlburg geht mit 1-0 in Führung. Torschütze mit unserer Nummer 10, Manuel Römlein. Ja! Aber jetzt ja, selber. Oh, schieß doch als erstes. Schieß doch voll. Oh, halt! Nochmal, nochmal. Manu, super! Geht raus, geht raus! Raus!
Die 70. Spielminute der TSV Karlburg erhöht auf 2:0. Der neue Torschütze, unser Nummer 10, Manuel Römmlein. Es rappelt im Karton. Die müssen jetzt auch noch. Es rappelt in der Kiste. Mit dem Spielstand sind sie weg. Es rappelt im Karton.